Soldaten des Wachbataillons des Bundesverteidigungsministeriums werden jetzt die Aufgabe übernehmen, die drei Särge aus der St. Lamberti-Kirche hinauszuführen. Die Trauerfeier geht damit zu Ende. Das Wachbataillon des Bundesverteidigungsministeriums ist spezialisiert auf Ehrenzeremonien. Sonst werden von ihnen ausländische Staatsgäste begrüßt. Heute ist ihr Auftrag ungleich schwerer. Sie müssen ihren Kameraden das letzte Geleit geben. Jetzt werden die Ehrenmedaillen von den Särgen genommen. Abzeichen, die diejenigen erhalten, die in den Auslandseinsatz gehen. Nils Bruns hatte 2 Ehrenmedaillen, weil er schon im KFOR-Einsatz im ehemaligen Jugoslawien war. Robert Hartert und Martin Augustiniak 1 Medaille für einen Einsatz jetzt in Afghanistan.